Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect. Mein Name ist Kevin und ich habe heute die Ehre, euch ein schönes Spiel vorzustellen, welches ich selbst gar nicht mehr spielen durfte. Die Rede ist von Zoya, The Celestial Sisters. Wir hoffen, ihr könnt euch ein paar Minütchen von Pokémon-Legenden Arceus losreißen, um euch dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Viel Spaß! Das Koop-Puzzle-Adventure erscheint am 8. Februar für PC und Nintendo Switch, inklusive Crossplay- und Splitscreen-Funktion. Das liebevoll designte Spiel erzählt dabei die Geschichte zweier Schwestern, den Göttinnen der Sonne und der Nacht, die nach ihrer Trennung wiedervereint werden wollen. Dabei stehen ihnen graduell schwieriger werdende Rätsel im Weg, die sie nur zusammen bewältigen können. Wir hatten die Möglichkeit, uns mit den Entwicklern des Spiels zu unterhalten und auch gemeinsam zu spielen. Jedoch auf dem PC, weshalb der Mac-Nutzer des Teams, also ich, einfach nur zuschaute und sich ein paar Notizen machte. Aber meine Zeit wird kommen, sobald die Nintendo Switch-Version hier in der Redaktion eintrifft, denn das Gameplay war immerhin nach meinem Geschmack. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf, auch wenn aktuell Pokémon-Legenden Arceus mehr im Fokus steht. Ihr seht es im Hintergrund bereits und könnt euch vermutlich noch gar nicht so viel darunter vorstellen, nicht wahr? Zoya muss zu zweit gespielt werden, es gibt keine Option, eine KI zwischenzuschalten. Das Spiel bietet euch zunehmend kompliziertere Rätsel, während ihr euch euren Weg durch verschiedene Gebiete des Landes bahnt, einer trostlosen Welt, in der die Sonne nie untergeht. Ein Spieler steuert Aisu, die Göttin der Nacht, die stets im Schatten bleiben muss. Die andere Person übernimmt die allmächtige Sonnengöttin Solveig, welche die Zeit steuern und die unermessliche Energie der Sonne nutzen kann. Ziel des Spiels ist es, die getrennten Schwestern endlich wieder zu vereinen. Wie das aber am Ende aussieht, wissen wir selbst noch gar nicht. Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden ist unerlässlich, daher bietet Zoya sowohl Splitscreen als auch Online-Koop und erlaubt auch Crossplay zwischen Spielern auf dem PC und der Nintendo Switch. Auch muss nur einer von beiden das Spiel besitzen, der Freundespass erlaubt es nämlich, Freunde zum Mitspielen einzuladen, die den Titel selbst gar nicht in ihrer Spielebibliothek haben. Aisu, die Göttin der Nacht, sitzt auf der Erde fest und muss ihren Weg zurück in den Himmel zu ihrer Schwester finden. Ihre Schwester Solveig, die Göttin der Sonne, hilft ihr dabei und Aisu muss sich vorsichtig mit den Schatten bewegen, um so ihre verloren gegangenen Kräfte wiederzuerlangen, die überall im Land verstreut sind. Anfangs ist es noch so, dass der Solveig-Spieler sich den Kopf über die Rätsel zerbrechen muss, damit Aisu sich lediglich in den Schatten bewegt und zum Ziel gelangen kann. Aisu kann sich zwar auch ganz kurz ins Sonnenlicht bewegen, bekommt aber schneller einen Sonnenbrand als ich beim letzten Pokémon Go Fest und Bilder dazu erspare ich euch an dieser Stelle. Mit zunehmendem Spielverlauf bekommt aber auch der Aisu-Spieler immer mehr zu tun und kann zum Beispiel zu Orten laufen, wo Solveig nicht hingelangt oder einsehen kann, wie hier zu dieser Brücke zum Beispiel. Dabei gilt es, Gegnern eventuell auszuweichen oder sie ins Tageslicht zu schubsen, wo der Solveig-Spieler sie mit einem gezielten Lichtstrahl für eine kurze Zeit außer Gefecht setzen kann. Die anfängliche Gnade für Aisu wurde damit begründet, dass man dem Spieler erstmal die Möglichkeit geben möchte, sich mit der Steuerung vertraut zu machen und beide Spieler immerhin an die Mechanik der Schattenverschiebungen zu gewöhnen. Man muss ja auch ganz genau darauf achten, was der Solveig-Spieler gerade tut und wie sich die Schatten bewegen. Eine gute Absprache beider ist daher unerlässlich, ist aber auch ohne Voice-Chat rudimentär mit einem Kommunikationsrad möglich. Solveig muss Schatten anpassen und Pfade der Dunkelheit schaffen, auf denen Aisu gehen kann, ohne von der Sonne gebrutzelt zu werden. Während Aisu sich ein schattiges Plätzchen nach dem nächsten sucht, die von Solveig erstellt wurden, muss sie Schalter umlegen und Feinde von sich wegschieben. Solveig kann die bösartigen Gesellen aber auch mit einem Lichtstrahl betäuben. Wir durften beide Spielperspektiven mal ausprobieren und ich konnte währenddessen sowohl das Gameplay des Entwicklers als auch das meines geschätzten Kollegen betrachten. Es wirkt wie zwei völlig unterschiedliche Spiele, wenn man einerseits weit oben die Sicht von Solveig und die Sonne genießt und andererseits am Boden nur im Schatten mit Aisu steht. Mit der Top-Down-Perspektive kann man im Grunde die gesamte Karte einsehen. Kein Wunder also, dass Solveig den größten Teil der Planung übernehmen muss, um Aisu über die Karte zu leiten. Dennoch bekommt Aisu, wie bereits erwähnt, später immer mehr Aufgaben dazu. Der Titel bietet eine geschätzte Spielzeit von rund 12 bis 20 Stunden. Mehr noch, wenn ihr alle Geheimnisse und Collectibles mitnehmen möchtet oder wenn ihr länger an einer Stelle sitzt, weil ihr denkt, dass Aisu sich mit ihrem dicken Hintern hier nicht durchquetschen könnte. Die von uns gespielten Level schienen sehr durchdacht und boten auch Abzweigungen, bei denen noch viele versteckte Sammelgegenstände zu finden waren. Ohnehin scheint das Spiel einen gewissen Wiederspielwert zu besitzen, da die Welten eine ganz eigene Erfahrung bieten, wenn man sie mit Aisu oder Solveig durchlebt. Und seien wir ehrlich, jeder von uns wird die Schatten mal so bewegen, dass Aisu elendig in der Sonne verbrennt. Dafür sind Koop-Spiele ja schließlich konzipiert, oder?
Wir melden uns auf jeden Fall wieder, sobald das Spiel auch in der Nintendo Switch-Version in der Redaktion eingetroffen ist und wir die späteren Level gesehen haben. Die ersten paar Gegner waren einfach nur da, um sie platt zu machen und weniger, um uns eine wirkliche Herausforderung zu bieten, da sie auch sehr offensichtlich platziert wurden. Wobei hier Solveig auch wieder ganz klar den besseren Überblick hat und sieht, welche Gefahren hinter der nächsten Ecke lauern. Und für die Achievement-Freunde unter euch, ja, die Steam-Erfolge gibt es auch in der Nintendo Switch-Version, damit ihr durch besondere Errungenschaften auch entsprechend belohnt werdet. Habt ihr noch Fragen zum Spiel? Dann stellt diese gerne unten in den Kommentaren und wir versuchen sie euch zu beantworten. Zoya, the Celestial Sisters.